Nach tagelanger Gewalt hat Ägypten offenbar eine Waffenruhe zwischen Israelis und Palästinensern im Gazastreifen erreicht. Diese sollte heute bei Morgengrauen in Kraft treten. Seit Freitag sind bei israelischen Angriffen 25 Palästinenser ums Leben gekommen. Gleichzeitig beschossen palästinensische Extremisten das israelische Grenzgebiet mit Raketen. Auslöser der Kämpfe war die gezielte Tötung des Anführers einer militanten Palästinensergruppe durch die israelische Luftwaffe.